Wenn Delia und ich im Studio unterwegs sind und arbeiten, gibt es ein bestimmtes Signal, hat eine bestimmte Farbe und die hat Strahlkraft. Warum ist das so, Delia? Ja, eine bestimmte Wirkung hat sie, nämlich das rote Licht. Und das heißt, bitte nicht stören, nicht das Studio betreten. Und das ist ganz wichtig, dass Sie das auch in Ihrem Umfeld, egal ob Sie eine Videokonferenz oder ein Online-Meeting haben oder vielleicht auch nur eine wichtige Besprechung, kommunizieren Sie an Ihr Umfeld, dass Sie nicht gestört werden wollen. Machen Sie einen Zettel an die Tür, tragen Sie es in Ihren Kalender ein oder vereinbaren Sie wirklich auch einfach nur ein Zeichen mit Kollegen. Das heißt, wenn die Hände oben sind, heißt es nicht stören. Sieht natürlich im Bild dann wieder ein bisschen doof aus. Aber das ist ganz wichtig, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn permanent irgendjemand reinkommt, jemand mit einem Kaffee vorbeikommt, wenn man wirklich über ein interessantes oder auch wichtiges Thema spricht. Also das kommt einfach nicht gut an. Ich meine, es gibt natürlich so Sachen, wo manchmal was passiert, wo man nichts machen kann. Da müssen Sie auch nicht sich zu sehr drüber ärgern, aber ich glaube, da hast du noch ein bisschen was zu sagen. Genau, das Thema Pannen. Pannen passieren jeden Tag, weil wir Menschen sind. Und Menschen, nennen wir es klein, machen hier und da kleine Fehler. Es passiert eine Panne. Wir gehen im Fernsehgeschäft damit sehr, sehr entspannt um, weil wir Menschen sind. Und das möchte ich auch an Sie herantragen. Sobald eine Panne in Videokonferenzen passiert, dass man merkt, boah, irgendwie ist Knopf aufgegangen, Hemd zu viel Brust gezeigt oder was auch immer, es ist völlig okay. Gehen Sie menschlich damit um, kommunizieren Sie es möglicherweise. Wenn Sie darauf angesprochen werden, zeigen Sie Größe, zeigen Sie Haltung in dieser Situation. Es ist wirklich menschlich. Und wenn wir miteinander sprechen, so wie wir, dann versteht es auch der andere. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch was? Wenn ich noch was hätte, würden wir die nächsten 2 Stunden noch gemeinsam hier verbringen. Und ich glaube, du dann noch mal 2 Stunden obendrauf, dann sage ich, jetzt ist Schluss. Dankeschön fürs Zuhören.